Ich sehe einen, ich sehe einen. Ich habe einen gesehen, den Gegner. I got broads in Atlanta, just a Dolly in the family. Credit cards in the scammers, hitting no licks in the van. Legacies, fam. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Escape from Tarkov. Schön, dass du eingeschaltet hast. Endlich ist der Vibe da und wir können auch schon die neue Map Interchange begutachten. Hier sind wir zum ersten Mal auf dieser Map unterwegs. Hoffentlich finden wir den Ausgang. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Ne, ich glaube, da war gar nichts. Das ist das große Gebäude schon. Aber... hier ist irgendwo so eine Palette in der Nähe. Auf der Palette liegen schon mal Sachen. Oh fuck, ich glaube, man kommt hier gar nicht rüber. Okay. Ich bin wieder zurück, ne? Okay. Also kann man nur außen rum. Ja, weil wir haben noch nicht so die Sprungkraft, deswegen. Oder? Warte mal. Ah, hier können wir. Hier, guck mal, hier wo ich bin. Warte eben. Ja, ich sehe dich. Ich leg mich mal hin. Wieder Munition ergattert. Hä? Achso. Sprungkraft muss ich eben aufladen. Also bei mir hat es geklappt, indem ich schnell gelaufen bin und dann gesprungen. Meine Güte. Nicht hoch. Hä? Nicht zu doof? Ich komm nicht hoch. Guck mal. So ganz einfach. Guck mal. Geht nicht. Guck mal, du läufst schnell. Schnell laufen und dann hüpfen. Ja, mach ich doch die ganze Zeit. Aber du musst halt dann springen, wenn du schon an der Mauer bist, sozusagen. Oder an dem Gegenstand. Okay. Ja, das müssen die verbessern. Ja, ey, das ist kacke so. Irgendwie so eine Hilfe. Ach, der Bus ist abgeschlossen. Was ist das? Nee, der ist offen. Hier ist Saft. Nochmal Saft. Okay. Hier ist ein umgekippter Container. Wo bist du hingelaufen? Rechts oder links? Rechts. Achso, hier links. Hier kann man hoch. Irgendwas Schönes versteckt. Hier liegt eine Tasche. Mhm. Also wenn du in diesen Container rechts reingehst. Ja, ich bin in diesem Container. Ein Messer. Zwei Messer. Drei Messer. Drei Messer auf einmal. Okay.
diese anderen Messer, ne? Nicht dieses Standard. Naja, doch, diese A2607. Ah, ich glaube, das sind die normalen, ja. Ja, das sind die normalen. Okay, ich bin fertig. Okay, sollen wir hier rein oder da außen weiterlaufen? Hier rein. Warst du hier schon drin? Ja, ich habe ein bisschen hier mir die Gegend angeguckt, aber so wirklich. Aha, Schüsse. Okay. Kommt jemand? Rechte Seite? Ja, ja, der ist ziemlich in der Nähe. Okay. Komm, den kriegen wir. Ist klar. Ja, okay, den vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, der hat eine Wepper, oder? Könnte sein, ja. Kann man den hier überhaupt irgendwie raus? Boah, ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ich auch nicht. Oh, hier ist eine Sporttasche. Aber ohne Inhalt. Okay. Ich habe mich hier hinter dem LKW hingelegt. Mhm. Also auf jeden Fall haben die hier... Ah, die schießen hier wieder. Oh ja. Die sind irgendwo oben, glaube ich. Oh ja. Ja. Wir kommen näher. Die Schüsse werden immer lauter. Ah, guck mal, hier geht's. Das ist so ein Parkplatz, oder? Was? Ah, nee, nee, das. Doch, Wasser. Da ist Wasser drin. Okay. Hier sind so Teile auf dem Tisch. Waffenteile. Ich habe die jetzt mitgenommen. Ich guck mal eben im Zelt, was da ist. Okay, ich fahre mit dir. Ja, sind auch Waffenteile. Hier ist Munition. Ah, hier ist so eine kleine Holzkiste. Ah, wahrscheinlich Munition. Oder Granaten? Ja, eine Granate. Oh, das ist super. Also wenn du trinken haben möchtest, ich habe noch zwei Trinken dabei. Ich habe noch eine Flasche. Okay.
Du bist rechte Seite, ne? Ja. Aha, Schüsse. Links. Jo. Boah. Feuer. Eine AKM, glaube ich. Ey, guck mal, hier ist ein Lagerfeuer. Aber gibt's scheint nichts Tolles? Nee, scheint hier gar nichts zu sein. Ja, okay, dann lass mal nach draußen, oder? Vielleicht müssen wir irgendwie über draußen. Geht nicht anders. Okay, ich gehe rechts in den Busch. Ich gehe links. Okay, dann laufen wir erstmal geradeaus bis zu diesem nächsten Gebäude da auf 12 Uhr, okay? Okay. In so kleinen Baracken. Ach, kann man gar nicht mitnehmen hier. Wahrscheinlich übersehe ich hier wieder 1000 kleine Sachen. Bist du schon an der Schranke oder? Nee, ich bin noch links. Ich bin in diesem Kraftwerk oder? Ja, jetzt bin ich an der Schranke. An diesen Transformatoren. Hier ist so eine Kiste. So eine Werkzeugkiste. Hm. Ja, ich komme jetzt zu dir. Bin doch ein bisschen zu gefährlich hier alleine. Hm. Noch eine Werkzeugkiste. Aber irgendwie finde ich irgendwie nichts Tolles. Nee, ja, ich denke mal eher im Kaufhaus. Hier habe ich so eine Werkzeugkiste gefunden. Ja, die meinte ich vorhin. Oder? Ja. Müll. Ich bin jetzt ein bisschen weiter hier rechts gelaufen. Zwischen den Transformatoren. Ja, ich bin da auch. In der Nähe. Hier bin ich. Ah, guck mal hier. Hier rechts ist so eine Schranke wieder. Okay, ja, dann lass mal hier rechts mal eben gucken. Ob hier irgendwas ist. Kann man die Autos öffnen? Ja, oder? Ja, kann man. Okay, wir haben noch 45 Minuten. Oh, reicht. Zeit genug. Was hast du? Ah, ich habe Munition für Sniper. Bist du? Da wo diese, da ist ein VW-Bus. Das sind so zwei, so ein oranger LKW. Und so ein Anhänger neben so einem VW-Bus. Da bin ich, ich hock hier im Busch. Warte, so, ja, ich muss mal eben. Ja, ich bin hier. Ich muss mal eben meine Munition, die ich gefunden hatte, mal eben einpacken.
Aber man kann dich sehen, ne? Mhm. Okay, sollen wir in dieses Haus versuchen, reinzugehen, wenn es geht? Ah. Kann das Ding aufmachen? Okay. Ich bin drin. Ich gehe hoch. Gibt's Jäckchen? Eine Jacke. Hier ist ja gar nichts. Ah doch, hier ist ein Büro. Oh. Halleluja. Toilette. Hast du was gefunden? Ja, so ein Schrank. So ein Aktenschrank. Ich hab mal die Tür sicher zugemacht. Scheinbar war hier jemand. Die Tür ist offen. Oder die ist immer so. Oder so. Aber irgendwie, ich finde jetzt nichts so mega teures. Ich auch nicht. Nee. Macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, ich denke mal, wir müssen halt unser Skill noch erweitern. Ja. Hier ist so ein GM-Count. Oh. Ich hab's dann schon gefunden. Kannst du gerne mitnehmen. Ja, okay, danke. Auf den Tischen hast du auch schon geguckt, ob hier nicht irgendwas. Eine Jacke. Du läufst gerade, oder? Ja, ja. Okay. Ich gehe mal oben, nach oben kurz. Hier sind noch Jacken. Okay. Hier ist ein Werkzeugkoffer, ne? Hm. Also bis jetzt sind nur Schrauben hier. Oh, Painkillers. Hier gibt's nichts Besonderes. Oh, noch eine Kiste. Oh, hier sind noch zwei Jacken. Schon. Du musst mal gucken, wie viel Wasser du hast. Ich habe noch 44. Ich trinke mal wieder was. Ich habe gerade ein Energy getrunken. Bist du gesprungen? Ja, ja. So, bist du draußen? Okay. Oder? Ich hasse es, wenn es so ruhig ist. Ja. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo man einfach so überrascht wird. Ja.
Hier ist eine Sporttasche. Ich guck mal eben. Telefon. Nice. Wenn man die mitnehmen könnte. Verkaufen, das ist besser. Ja. Aber das Auto könnte man noch aufmachen. Stimmt. Nee, ist locked. Ist locked. Okay. Weiter geht's. Also wenn wir gleich... Okay, wenn wir gleich Leichen sehen sollten, wissen wir Bescheid. Also ich bin jetzt in dieser Parkanlage. Okay, ich komme auch rein. Autsch. Ruckel, ruckel. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich es hier unheimlich. Ich habe irgendwas gefunden. Munition wieder. Oh, Waffenkiste. Ich habe eine AK-105. Oh. Ich pack die mal ein. Da habe ich gar nicht gesehen. Cool. AK-105. Geschossen. Ja. Oh, warte. Na komm. Okay. Kann ich die eigentlich schon benutzen, die AK-105? Ich probiere die mal aus. Sag mal, wie sieht die aus? Ah. Cool, also die hat so einen kurzen Lauf. Mhm. Ich mach mal nachladen. So, dann packen wir die Munition eben da rein. Das Gefühl, da steht ein Typ. Echt? Bewegt er sich? Nee. Warte, ich muss mal eben noch ein Magazin aufladen. Hört man das, wenn ich nachlade? Ja, als ich gerade bei dir war, ja. Okay, aber so vom Weiten nicht, ne? Nee. Okay. Cool. Zwei Magazine durchgeladen. Zack. Okay. Sollen wir weiter? Also ja. Wo sagst du, wo stand der? Oder... Hier geradeaus durch. Okay. Wieder was gefunden hier. Munition. Ich finde geil, dass diese ganzen 100 AKs jetzt reinkommen. Finde ich cool. Wie gesagt, wir haben hier wahrscheinlich 1000 Dinge übersehen. Oder ja.
Nicht mal gemerkt. Ah, guck mal hier. Ah, nee, nee, schon gut. Ich dachte, das wäre eine Kiste hier auf den Säcken. Wenn ich schon an Kisten vorbeilaufe, dann habe ich auch schon was übersehen. So. Warte mal, bist du gerade auf Metall gelaufen? Nee. Weil irgendwas war hier auf Metall. Vorsicht. Irgendjemand habe ich gehört, der auf Metall gelaufen ist. Oder das warst du, aber... Hast du umgeschaltet? Nee. Da hat uns jemand entdeckt. Oder der ist irgendwo hier in der Nähe gewesen. Warte, ich lauf raus. Also ich... Das bin ich jetzt in der Ecke. Ja, ja, ja. Oh, ich weiß nicht. Wo war das denn circa? Nee, ich habe aber gerade gelootet, ne? Ja, okay, vielleicht warst du das. Die eine Kiste hier, ne? Hast du gelootet? Ja. Ja, okay. Guck mal auf dein Wasser, ne? Vorsichtig, nicht, dass du gleich verdurstest. Ja, also, das wäre schon geil, wenn wir hier rauskommen könnten. Ach, guck mal, hier geht's nach oben. Hier ist eine Tasche. Ja, kannst looten, wenn du möchtest. Ein Slickers. Schöner AK. Bist du hochgelaufen? Nee, nee, ich bin hinter dir. Achso. Okay. Ja, wahrscheinlich wartet oben der Tod auf uns. Wartet überall. Okay, wir müssen aber ab einer bestimmten Zeit müssen wir den Ausgang suchen, weil... Ja, stimmt, weil sonst... Ich hab keine Lust dann hier zu sterben. Nicht. Ich weiß nicht mehr, wo der Ausgang ist. Boah, ich dachte, das wäre jemand. Ja. Mein Gott. Das ist ein Terminator hier. Das ist eine Toilette. Also eine Taschenlampe wäre hier, glaube ich, hilfreich. Nee, im Bad gibt's nix. Ah, hier ist ein Lager. Aber ich glaube... Hier ist nichts, gar nichts. Was? Hä? Hast du die Tür zugemacht? Achso. Ja, ja. Okay. Ich dachte schon. Ja, stell dir vor, einer wirft hier eine Granate rein und macht die Tür zu. Ja, aus Sicherheitsgründen mache ich immer die Tür zu. Aha, guck mal hier. Wie riesig das hier ist. Oh ja. Das sieht aus wie, keine Ahnung. Kann man nach oben laufen. Hier ist überall Müll. Ich glaube, wir sollten gleich wirklich den Ausgang suchen.
Ja, bin ich auch für. Okay, kommst du oder wo wolltest du hin? Eben kurz gucken, was hier ist. Achso, hier ist der Flur wieder. Ist denn da was kommt? Ah. Ah, die Jacken kann man leider nicht durchsuchen. Bist du? Ja, warte, warte. Ich bin eigentlich bei dir in der Nähe. Ja, lass mal den Ausgang suchen. Ja, hast recht. Jetzt sind wir im Einkaufszentrum drin. Oh ja. Pizarro. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ich, Oh, Kasse. Eine Kasse, die man searchen kann, ja. Rubels. Ich habe 8000 Rubels gefunden. Schwer. Ist nicht schlecht. Ey, wo müssen wir hier lang, ey? Scheiße. Ich plündere eben die Kasse hier. Mach Zwei das. Kassen. Und? Wie viel Okay, Geld? ja, 2000. Ja, okay. Scheiße, wo müssen wir denn jetzt hin? Das ist Oder echt eine gute Frage. ich glaube, wir sollten wieder nach unten, oder? Ah, hier ist eine Leiche. Oh ja. Equipped. Aha, der hat so eine neue Tasche. Alter, hier sind drei Leichen. Okay. Boah, der hat voll viele Bandagen dabei, der Typ. Dich. Hier war eine Schlacht. Oh ja. Doc-Tags sind alle weg. Hat er eine Waffe? Nee, gar nichts. Aber eine Der hat, AV ist am Start. der hatte nur, also ja, halt Weste, diese kleine Tasche dabei. Okay. Also kann ich nicht. So. Okay, wir haben noch 26 Minuten. Ich glaube, wir sollten jetzt wirklich Ja, hast langsam recht. raus. Okay. Kommst du? Bist du? Nach unten. Irgendwie müssen wir nach unten. Meine Güte, das ist riesig hier. Ja, du Schonker. Oh, der
brennt was. Du musst trinken, ne? Nicht vergessen. Hab schon. Wo bist du? Ich bin da, wo das Feuer ist. Wo das Feuer... Ah, ja, ja, ja. Seh's. Ich hab nochmal was hier zum Saufen gefunden. Ja, hier gibt's echt so viel zu entdecken, ne? Mhm. Ist unglaublich. Weißt du, was den Ausgang finden? Ja, dann lass mal nach unten. Wo bist du? Ja, ich war in der Nähe bei dir. Hast du mich nicht gesehen? Ich hab dich gehört. Ich bin an dir vorbeigelaufen. Achso, okay, sorry. So, okay. Ja, irgendwo muss es doch nach unten gehen, oder? Ja. Die Frage da, guck mal, ist wo? Da sind Türen. Hier ist eine offen sogar. Noch eine Tür. Nee. Da kann man gar nicht durch. Also hier ist noch eine Tür, ne? Mhm. Ziemlich dunkel. Mhm. Ah ja, guck mal hier. Da ist irgendwas. Ich fall halt. Oder? Offen. Zumindest sind wir draußen. So, jetzt müssen wir überlegen. Warte mal, waren wir hier? Boah, scheiße, ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Warte mal. Ist das nicht der Anfang hier? Ah, ich könnte sein, ja. Lass mal die Straße entlang laufen. Okay. Weil ich befürchte, dass wir zu wenig Zeit. Mhm. Ja, lass mal hier die Straße entlang. Okay. Weißt du denn, wo der Ausgang ist? Nee. Okay. Weiß ich es eigentlich. Aber man kann es ja mal hier mal probieren. Vielleicht ist hier irgendwas. Ah, guck mal, hier ist dieser deutsche LKW. Yeah. Lockt. Aha. Also ich habe da hinten noch, wo wir waren, habe ich noch eine Schranke gesehen, wo man weiterlaufen konnte. Okay, warte mal. Oder war die abgesperrt? Bin mir nicht sicher. No. North, Northwest Exfil. Northwest. Da hätten wir mal hier einen Kompass. Hm. Ist schon nicht schlecht. Aber die Map ist schon geil. Muss man sagen. Gut gemacht. Es ruckelt. Keine Ausdauer. Ich habe eine Waffe gefunden. Wo? Geil. Zeig mal. In diesem Container? AKM, ja. Geil. Geil, cool. Das ist ja nice. Das ist schön. Vor allem AKM noch. Oh. Aber wir müssen überleben. Erst dann bekomme ich sie. Genau. Ah, ich bin hier stecken geblieben. Hallo? Ich halte ein Pappkartons auf. Wir sind wirklich hier gewesen schon. Pff.
Meine Güte. Ich komme hier nicht raus. Nicht im Ernst. Ja, dann disconnecte einmal neu. Nee, ich bin wieder da. Ich lauf dann weiter. Ich kann nicht mal über eine Pappkiste springen. Ich bin jetzt bei diesen Transformatoren. Okay. Ja, hier waren wir ja. Genau. Und rechts konnte man zu so einem. Ja, aber hier konnte man ja. Wir konnten ja nicht entkommen. Hier ging es ja nicht. Wir müssen, glaube ich, noch weiter. Hier einfach links weiter. Da, wo wir sozusagen reingegangen sind. In den Komplex. Ich warte mal auf dich. Ja, warte. Ah, okay, hier ist alles zu. Okay. Ich komme. Sag Bescheid, wenn du nach links die Straße entlang läufst. Ja, bin ich. Jetzt bin ich an diesem Häuschen da, wo wir reingegangen sind. Ja, hier, guck mal, da bin ich. Auf der Straße. Komm, wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, meine Damen und Herren. Noch 17 Minuten. Vielleicht ist der Ausgang sogar hier schon. Hoffentlich. Nee, leider nicht. Wir müssen gleich irgendwie bei YouTube gucken. Wir haben doch heute so ein Video geguckt. Hat er da die Ausgänge gezeigt? Ja, aber meinst du, ich kann mich daran erinnern, wie die aussahen? Ich dachte, du kannst es. Ich kann es sowieso nicht. Ich glaube, das Video müsste ich mir öfter mal angucken. Aber ich glaube, das ist hier in der Nähe. Ja, muss. Aber das wäre geil, eine neue Waffe hier gefunden. Auf jeden Fall. Hier ist eine Schranke. Mhm. Ja, ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Drink. Okay. Hier ist eine Straße. Mhm. Ich müsste der Straße folgen. Ich komme da nicht drüber. Meinst du die Straße, die nach oben geht, oder? Ja. Ja, das ist die Frage. Warte mal, wo bist du denn? Ich gehe jetzt auf die Straße nach oben. Ah ne, man kann da gar nicht durch, ne? Das ist abgesperrt.
Bleib mal stehen. Okay, warte, warte. Hier bin ich. Ja, hier geht's noch. Ja, wir müssen wahrscheinlich noch weiter entlang und dann... Hier, hier kannst du die Straße rein. Vielleicht kann man hier irgendwas machen. Boah, ich hab keinen blassen Schimmer, ey. Ich auch nicht. Aber ich weiß ja nicht, ob das irgendwie leuchtet oder ob da irgendein Feuer sein soll. Ja, normal wäre das schlau, wenn das so wäre. Oder es wäre besser für uns. Hm. Irgend so ein Zeichen. Hm. Aber ich glaube, das ist total falsch hier. Oder warte mal, wir können hier rein. Warte mal. Hier ist eine Waffenkiste. Ich guck mal eben bei YouTube. Oh, ich habe ein 60er Magazin gefunden. Heftig. Das einpacken. Ja, das Nachladen ist echt anders. Ich guck gerade. Ausgänge. So. Also wo wir sind, das ist gar nicht mal so falsch. Okay. Komm, mach hin. Boah, voll lange gedauert, bis ich so ein 60er Magazin nachgeladen habe. Bestimmt eine Minute oder so. Wie viel Zeit? Wir haben noch 12. Okay. Also, da waren wir auch unter dieser Brücke. Mhm. Läuft Richtung diese Brücke. Ich glaube, das ist das Video, was du geguckt hast. Okay. Aber ich habe noch nichts von Ausgängen gesehen. Triffst du? Ja, ja, ich bin in der Nähe. Also irgendwo an der Straße? Entlang, also hier einfach geradeaus, ne? Ja, warte, da müssten so grüne Container oder so sein, ne? Glaube ich. Und Armeefahrzeuge, stehen zwei Armeefahrzeuge. Ah, okay. Ja, dann lass mal hin, weil wir haben noch 10 Minuten. Okay, warte mal. Wo bist du? Also ich bin hinter dir. Ich glaube. Geradeaus, kann das sein? Ich denke. Eigentlich können wir nur diese Straße entlang laufen. Hier ist ein so grüner Container. Ich glaube, das ist doch sogar der Ausgang, oder? Oder warte mal. Warte mal, kann man da lang? Ah, nee, nee.
10 Minuten. Oh oh. Kacke. Nee, leider. Kein Ausgang. Okay, also, warte mal. Ah, nein! Runtergefallen. Hier war der? Ja, ich glaube, wir müssen geradeaus. Ja, ich denke, wir sind fast da. Machen wir mal ein bisschen zurück. Also auf jeden Fall geradeaus. Ja, mir gefällt die Map jetzt schon. So viel Loot wieder mal. Ja, geht, aber zumindest Waffen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind hier richtig. Ja, sieht auf jeden Fall danach aus. Also hier leuchtet ein Licht. Ah. Ja, aber das ist nicht das, was ich gesehen habe, oder? Aber das wäre jetzt ärgerlich, ey. Wenn wir das nicht packen. Also ist der auch hier entlang gelaufen, der im Video. Warte, ich guck mal eben. Nee, da ist keine Brücke. In dem Video, da war so ein blauer Zaun und halt so eine... Sperre. Okay. Oder warte, das ist es doch. Scheiße. Noch 7 Minuten, ey. Nee, ich glaube, das ist hier nicht. Nee. Kann man da überhaupt nicht weiter, oder? Nee, das... Das sind überall so Züge. Shit. Ja, dann laufe ich zurück, wo wir vorhin da in dem Waldstückchen. Vielleicht kann man da in den Wald und dann ist da irgendwas. Wieso bin ich jetzt bei Kotten? Aber ich befürchte, wir werden es nicht schaffen. Ja, im Dunkeln ist das schwer. Ich sehe ein. Ich habe einen gesehen, den Gegner. Ja, ich habe ihn. Gut. Den Spieler. Ich suche weiter den Ausgang. Aber das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob der zum Ausgang wollte. Du bist zurückgelaufen? Ja. Mein erster Kill.
Aber, ja. Wenn er schon in diese Richtung gelaufen ist, vielleicht. Aber ich glaube, der hat auch den Ausgang gesucht. Kann auch sein. So ein Mist, ey. Shit. Ja, vor allem im Dunkeln. Oh ja. Das ist ja schwierig. Ich gehe einfach mal. Ah, hier ist ein umgekippter Zaun. War das vielleicht das hier? So ein grünlicher, umgekippter Zaun. So nee, da war einfach so eine Straßensperre. Da waren so LKWs. Oh Mann, ey. Hier ist so eine Schiene. Hier sind Waggons. Boah, ich habe überhaupt keinen Plan. Leider auch nicht. Noch 3 Minuten, ey. Scheiße. Ja, wir hätten uns das vielleicht voran. Also. Das merken müssen. Ja. Aber ich bin schon froh, dass ich überlebt habe. Das ist ja schon mal. Ja, sicher. Schon mal ein Anfang. Ich glaube, das ist irgendwie auf der anderen Seite. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin total falsch hier. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich mache gleich eine Off-Runde, um einfach mal nachzugucken, wo ich hin muss. Ja, müssen wir echt mal tun. Weil das ist echt blöd. Ah, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Du musst zurücklaufen. Weißt du, wo wir jetzt, in die Richtung, wo du jetzt bist, gelaufen sind? Da war auf der rechten Seite so ein Wald, ne? Ja. Und da musst du reinlaufen und immer sozusagen in den Wald reinlaufen, bis irgendwann so eine Schiene kommt. Okay. Dann musst du auf die rechte Seite von der Schiene gehen, immer weiter der Schiene entlang laufen und irgendwann kommst du ans Ende und da ist der Ausgang. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Vergiss nicht, dieses Video zu bewerten. Konstruktive Kritik ist sehr erwünscht oder Vorschläge kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben. Falls es dir gefallen hat und du weitere Let's Plays von mir sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Wenn du mich bereits abonniert hast, vergiss nicht, die Glocke bei YouTube zu aktivieren. Oder wenn du im Livestream zuschauen möchtest, kannst du mir gerne auf Twitch folgen. Der Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche allen einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Ciao, Leute!